Berlin. Tag und Nacht. Kind aus Episoden gestrichen. Ursprünglich hieß es, Kim komme diese Woche wieder zu Berlin. Tag und Nacht zurück. Doch daraus wird nichts. Nach dem Mike-Drama ist Kim erst einmal nach Mallorca zu ihrem Vater Mark Terenzi abgedampft, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Eigentlich sollte sie laut Berlin Tag und Nacht Vorschau am 28. Mai wieder zurückkehren, doch dem ist nicht so. RTL 2 hat die Rolle vorerst offenbar aus den Episoden gestrichen. Berlin Tag und Nacht, kommt Kim nicht mehr zurück? Über den Grund lässt sich leider nur spekulieren. Allerdings könnte die Corona-Krise die Ursache sein. Zum einen kam es deswegen zu einem kurzzeitigen Drehstopp und als die Arbeit am Set wieder aufgenommen werden konnte, zu Veränderungen im Drehbuch, um die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln einhalten zu können. Dadurch könnten Folgen, die bereits vor Ausbruch der Pandemie im Kasten waren, ebenfalls verändert worden sein, um die Storylines zu strecken bzw. anders ablaufen zu lassen. Ebenfalls ein Faktor könnte sein, dass Kim-Darstellerin Natalie Bleicherwood wochenlang unfreiwillig in London festsaß und alleine deswegen vielleicht nicht drehen konnte, als sie eingeplant war. Ursprünglich sollte Kim in ihrer ersten Comeback-Folge einen Schock erwarten. Ihre Freunde sollten dann nämlich in Bastis Wohnung wohnen. Dort sollte sie jedoch alles andere als willkommen sein. In der Hoffnung, dass zumindest Nicky endlich zuhören würde, sollte sie sich in seinem Zimmer einschließen, doch er sie wieder hinauswerfen. Anschließend sollte sich Kim an Mike wenden in dem Glauben, dass ihre Freunde ihr verzeihen können, sobald auch Mike ihr vergibt. Unmissverständlich sollte er ihr klar machen, dass sie keine zweite Chance verdient hat. Kim sollte dadurch mit einem Mal bewusst werden, dass sie völlig allein ist. Hoffen wir, dass die Tatsache, dass Natalie Bleicherwood erst einmal aus der nächsten Bete an Episoden gestrichen wurde, nicht ihren kompletten Ausstieg bedeutet, sondern sich ihre Rückkehr lediglich ein wenig verzögert.